Ja, wieder der Akku leer. Dieser Akku. Und den von der Dreier kriegt man eh nie raus. Das ist es so. Die Vorbereitungen laufen. Alles so anstrengend, wenn man verkühlt ist. Da macht ja nicht einmal das Motorradfahren Spaß. Praterstadion, Ernst-Happel-Stadion. So, los geht's. Wir fahren da gleich einmal neben den Schranken vorbei, wie es sich gehört. So, 3S-Blick habe ich gemacht und dann geht's schon los. 30. Servus Leute, Gellierbär wieder am Start und ich bin voll aufgeregt und motiviert, sage ich euch. Weil, wenn ihr das Video seht, bin ich schon am Weg nach Kroatien und werde wahrscheinlich schon in Italien irgendwo sein. Weil ich fahre am Donnerstag um 9 Uhr in der Früh fahre ich weg. 9 Uhr in der Früh fahre ich weg, also wegfahren tue ich eigentlich schon um 6 Uhr in der Früh. Um 9 Uhr in der Früh, da treffen wir uns schon in der kalten Kuchel. Also das wird ein sehr zeitiges Aufstehen, sage ich einmal. Aber natürlich fürs Motorradfahren, da tut man ja so einiges. Also da ist man nichts zu früh, ehrlich gesagt. Wow, fette Maschinen. 125er. Oh, der zweite Gang ist aber jetzt butterweich reingegangen. Heute noch die letzten Vorbereitungen treffen, beziehungsweise Tasche packen, also mein Case packen. Und die Sozius-Abdeckung muss ich noch runternehmen. Zum Louis muss ich auch noch fahren, so einen kleinen Kettenspray kaufen, irgendwas, was ich mitnehmen kann. Na, Kapazi, was schaffst du so? Ja, mein Gewand heute noch zusammenrichten und halt alles so herrichten für die Tour. Das alles hineinpassen in die Tasche, das habe ich eh schon ausprobiert, also das weiß ich jetzt schon. Das heißt, ich brauche mir oben keine Zusatztasche raufschnallen, weil ich es sehr angenehm finde, weil sonst bin ich wirklich angepackt bis oben hin im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich weiß, da ist eine Sperrlinie, aber da wir uns in der Stadt befinden. Oh, was machst du? Alter! Da wir uns in der Stadt befinden, ja, da kann man schon ein bisschen Rage-Modus auch rausholen. Dafür bleibe ich da jetzt stehen hinter den Autos, um mit euch zu plaudern. Ja, allerhand noch zu tun. Ich bin gestern die Strecke noch durchgegangen, also habe mir die Strecke auf Google Maps noch mal genauer angeschaut. Dass falls ich den Anschluss an der Gruppe verliere oder falls, weiß ich, ja, kann ja immer was passieren, dass ich da ein bisschen ortskundig bin, wobei ich sagen muss, die kroatischen Namen, die Ortsnamen, ich merke mir keinen einzigen. Ich habe echt keinen, ich weiß, wo wir hinfahren, aber ich könnte keinen einzigen Namen aussprechen. Die heißen alle gleich. Bis daher, stehen's? Warum das da überhaupt nur einspurig ist? Ich bin gerade gesprungen, Leute. Dadurch hat es mir jetzt wahrscheinlich alles verstellt, aber es war lustig. Ja, und ich mache heute nur eigentlich einen kurzen Motovlog, weil ich ja eh keine Zeit habe zum Schneiden und so. Aber ich mir gedacht, ich hau nochmal einen kurzen Motovlog raus und sage euch auch gleich, dass der nächste Motovlog dann nicht wie gewohnt am Donnerstag kommt, weil ich komme genau am Donnerstag zurück. Muss dann das ganze Material von der GoPro mal rüberspielen. Was wahrscheinlich dann nicht zu wenig sein wird. Wenn ich das ganze Material dann einmal am Computer habe, dann kann ich einen Motovlog angehen. Aber ich meine, da ist dann auch ein langes Wochenende. Ich glaube, Pfingsten haben wir da. Pfingstferien. Pfingst. Deshalb habe ich mir gedacht, ich melde mich jetzt noch kurz, bevor ich wegfahre. Und sage euch das auch gleich, dass ich,
dann den nächsten Motovlog etwas später rausbringe. Somit werdet ihr jetzt eine Zeit von mir nicht belästigt. Ja, und danach gibt es natürlich die Bombenvideos von Kroatien. Ich hoffe, es funktioniert alles mit GoPro und Vipapo und alles, was ich mit habe. Es ist ja auch nicht alles so easy zu handeln mit Laden und genügend Speicherkarten und so. Ja, ja. Rollerfahrer fährt vor, ist klar. Warum bin ich überhaupt schon wieder da gefahren? Ich fahre immer falsch, wirklich. Nämlich jedes Mal. Das gibt's doch nicht. Ja, und ich kann es euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich schon freue auf diese Tour. Ich war mit dem Motorrad noch nie im Ausland. Das heißt, es hat Auslandsdebüt. Und ich bin mir ganz sicher, das wird eine Bombentour. Das wird sicher cool. Es ist zwar mit ein paar älteren Herren, das heißt, es wird nichts Schnelles, es wird was ganz Gechilltes, eine ganze Woche nur chillen am Motorrad für mich, weil da sind auch Chopperfahrer dabei und es wird eher eine gemütliche Runde. Aber das stört mich überhaupt nicht, wir werden es dann am Abend dafür extremst lustig haben. Einen Tag machen wir sowieso eine Pause, also da wollen alle eine Pause machen, weil die Herrschaften haben schon ein fortgeschrittenes Alter im Gegensatz zu mir, sagen wir es mal so. Und die haben schon vorher alle gesagt, sie werden dann einen Tag, am dritten Tag, glaube ich, Pause einlegen. Und da werde ich mir das Bike schnappen und werde für euch eine richtig geile Runde drehen und kann dann auch ein bisschen Gas geben. Also da werden wir uns dann die Küstenstraße dort anschauen und ein bisschen ins Land hineinfahren. Schauen wir mal. Also ich will euch auch nicht länger aufhalten, beziehungsweise habe ich ja selber was zu tun. Ich bin ja selber emsig. Ich freue mich nach der Tour, wenn wir uns wieder hören. Ich werde euch natürlich up to date halten. Wenn es dort WLAN gibt, dann werde ich immer auf Facebook was posten oder Instagram. Also schaut's da auch vorbei. Was ist das für ein Trottel? Und ansonsten kann ich nur sagen, ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Galliard. Bye. Boah. Ein R8. Alter, was hast du gemacht mit deinem Auto? Das ist ja komplett kaputt. Wie kann man einen R8 zerstören? Leute, gibt's.